Der Aufgang wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Yeah! Hey, was geht ab? Ich meine natürlich, was gibt's Neues, Melinda? Hallo, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 3. April, 13.14 Uhr hier auf LPM Island. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Schon wieder, immer noch derselbe? Schaut doch mal auf einen Plausch mit unserem Gast vorbei. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Also irgendwie nichts mehr, also richtig große Neuigkeiten verkündet die uns nicht mehr. Das war noch Zeiten, als Tom Nook auf dem Marktplatz stand und... Ich erinnere mich mit Wehmut. Oder mit Helmut. Oder mit Wilfried. Irgendwem davon. Ich wollte mal gucken. Die neuen Rezepte, ne, die wir so gelernt haben hier und da. Was sind das? Das sind Schuhe? Ein Outfit, da können wir uns reinzwängen. Sieht das scheiße aus? Ist das ein Deckel? Holzglücksei. Können wir uns da eine Mütze draus machen? Das ist eine Mütze. Da passt doch hervorragend für die aktuellen Tage. Leute, zieh auf. Das sieht so blöd aus, das lassen wir an. Aber why not, ne? Why not? Hoffentlich sind die Bauarbeiten mal langsam. Zumindest im Gange. Da bin ich sehr gespannt. Was hopp's denn da rum? Nichts Besonderes. Hallo, tschüss. Ich wollte wissen hier... Oh, der Hangpfad ist fertig. Oh mein Gott, das ist geil. Aber ihr seid ja einfach nur hardcore im Weg. Das hilft ja nichts. Ich werde dich auch mal mitnehmen. Und umpflanzen. Vielleicht können wir uns heute ein bisschen um das Umpflanzen beschäftigen. Dadurch ein bisschen... Da habe ich visionäres Denken. Aber vor allen Dingen bringen wir den nächsten Auftrag ran, was gemacht werden soll. Das ist zwingend notwendig. Als ob du nicht mehr tragen kannst. Ich frage mich, ob das dein Ernst. Wir kommen schon noch wieder her. Oh, ich will es nur zumachen! Ja, diese Spannung, diese Emotionen. Leute, der Hangpfad. Wir können da hoch, ohne die Leiter zu benutzen. Aber ich will es noch bequemer. Mann, Leute, geht mal aus dem Weg. Oder was machen wir zuerst? Was machen wir zuerst? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Können ja mal den ganzen Blumenkrimskrams erstmal hier in die Ecke schmeißen. Ich will den ein bisschen kombinieren, aber ich weiß nicht, wem mit was, ne? Da muss ich mich schlau machen, fürchte ich. Schmeißt die doch erstmal. Kannst die einpflanzen und dann wird dann gleich das richtig gemacht. Und so wie sie sind, kannst du ja nicht mehr einpflanzen. Platzieren, ja. Achso. Verstehe. Nee, das soll ein bisschen was werden. Soll ich mir halt so Blumen schlecht merken oder. Ja. In Erinnerung behalten kann. Bevor wir zu unserem Herrn von und zu Eugen gehen, um im Anschluss was zu verkaufen, das halte ich für die richtige Reihenfolge, suche ich noch ganz kurz die Fossilien. Ich hoffe, das klingt zum gewissen Grade sinnvoll. Wenn ich aber die ganze Zeit Eier kriege, wieder hat er irgendein Eierdesign gelernt. Was ein alter Eierkopf, Mann! Ja, zum Glück sind es immer dieselben Eier, die stacken sich ja im Inventar. Ja, Moment mal. Jetzt habe ich hier eine gute Flaschenpost, ne? Das ist einfach zu spannend. Naja, wir müssen verlassen. Auch wieder ein Geld. Ah, ich habe gerade kein Geld. Doch, noch genug. Der Witz ist ja, dich und dich kann ich in den Geldbeutel tun. Was haben wir denn hier drin? Ei-Flaschenpost. Deswegen war die auch so bunt.
Boing, zoing, Seidle, Kopf, Flippity, Zing, Weltfreude, eine Eierleitung. Und soll ich dir was verraten? Auf der Insel sind noch weitere versteckt. Also halt die Äuglein offen und dann viel Spaß bei der Eierjagd. Flauschige Grüße, dein Osterhase. Ich kann mir nichts Fantastischeres vorstellen. Ein Häschen-Taktik. Oder der Häschen-Tag. So, den vergräbst du. Ich finde, irgendwie gehen mir doch die Eier ein bisschen auf den Sack. Stellt euch vor, ihr angelt die ganze Zeit, dann kriegt ihr endlich mal was zurechtgeangelt und dann ist es... Dann ist es einfach nur ein Ei. Ist das nicht erniedrigend? Ein bisschen. Wer ist denn da oben? Assisa. Ganz ehrlich, da wollte ich auch nochmal wilde Tapeten und Böden kaufen bei Assisa. Hab jetzt gerade aber kein Geld, die muss immerhin warten. Ja, wegen der Hangfahrt sind Leute da oben, das habe ich noch gar nicht so bedacht, ne? War schon Denkfehler drin. Da hinten fliegt auch ein Geschenk rum, aber das hat halt so einen bunten Ballon, weswegen ich gewillt bin zu sagen, ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Soweit sind wir schon, ne? Diese Ostergeschichte. Ich war erst sehr begeistert. Halt über ein, ja, Update. Gucken ganz schnell vorbei, ob das immer noch derselbe ist, der sich für das Beste hält und herziehen wollte, oder jemand Neues. Ist immer noch er. Warst du bereits beim Produzenten und hast mir die beste Rolle sowie die dazugehörige Villa organisiert? Tja, während du das für mich regelst, gäbe ich mich schon mal Tagträume meines baldigen Insellebens hin. Sieh eine an, selbst in meinen Tagträumen sehe ich bezaubert aus. Vor allem der Musikgeschmack. Mann, dann guck dir doch verdammt nochmal die Insel an und häng nicht die ganze Zeit im Zelt rum. Was ist das denn? Kennt ihr diese Leute, die Urlaub machen im Bungalow und so und hängen dann nur in dem Bungalow rum? Warum in ein fernes Land reisen dafür? Ist alles noch ein bisschen fossilienlos heute, ne? So, die Schneiderei ist im Bau. Das sehen wir gerne. Da mache ich mich auch langsam aus dem Schneider, was das angeht. Was werden sie machen? So. Dann muss oben noch was sein. Oder bin ich ein Blindfisch? Ja, davon ist mal auszugehen, ne? Wir machen Luki Luki. Auf dem Weg nach Vetania City. So weit weg ist das Fossil neuerdings. Also nach all den Ostereiern muss jetzt hier mal ein Fossil sein. Die müssen ja irgendwo. Müssen sich ja irgendwo befinden. Schwuppdiwupp. Ah, hier bin ich mir nicht mehr 100% sicher, was es ist. Aber es ist eins der gesuchten Fossilien. Inventarbestand voll. Tja. Habe ich Unkraut mitgenommen, dann kann ich das auch wieder grabben, oder? Da oben ist im Moment nichts mehr. Ach, ich will die Leiter benutzen. Bin ich von vorgestern? Ich wollte die Leiter benutzen. Im Ernst, das muss ich mir erstmal wieder antrainieren. Aus dem Weg. Oder ich stoß dich in den Fluss. Ha. So, erstmal Eugene. Ja, das ist natürlich. Das muss sein. Zum Eugene zu gehen. Halli, hallo, Hallöchen. Habe ich was Neues für dich, ha? So viele? Vom Vortag noch nicht hergebracht? Ich dachte doch. Falsch gedacht.
Okay, und wie viele sind's, neue? Das könnte eigentlich immer dazu sagen direkt. Das würde mich noch ein bisschen mehr heiß machen. Weil ich mir sagen würde, von 7 Stücken gibt's so und so viel neue. Aber es sind jetzt von... Ja, es sind 7, aber 4 neue. Na, ein Großteil. So. Der Ostereilook, Leute. Wer kennt ihn nicht? Wer liebt ihn nicht? Ich auch. Was? Ja, Nuxladen sollten wir echt nochmal umplatzieren, aber nur um einen Tick nach hinten wäre halt auch lame, ne? Das überlegen wir uns nochmal in aller Ruhe. Guck ich mal das alte Festnetztelefon da an. Wobei, Moment, ganz ruhig. Solche Festnetztelefone, wenn es Festnetz ist, dann sind die heutzutage, so sehen die aus, ne? Die typischen 10-Euro-Dinger vom, keine Ahnung, Laden XY. Also, ihr kriegt die Fossilien. Sandlaufkäfer. Ich weiß nicht, ob ihr die Blumen wollt. Was soll ich sonst mit den Blumen machen, ne? Außer die pinke, die behalte ich. Davon hatten wir nur eine. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit denen aussah. Ihr habt mir auch mal geschrieben, die Angelegenheit mit... was haben wir noch? Hier, Südpolmarkierung. Das ist echt Quatsch. Mit dem Gras, mit dem Unkraut. Die kann man auch kombinieren. Da gibt es ein bisschen mehr dafür. Aber ich finde, das ist jetzt nicht... Ist jetzt nicht das, wofür es sich zu leben lohnt. Manchmal ganz ehrlich, das Unkraut zusammen zu friemeln. Damit das noch was ausschaut, muss nicht sein. So, ich sag euch nochmal Hallo. Finde ich, sollte auch nochmal so ein bisschen ein Stück Zaun wegmachen, weil das die Stelle nervt. Was für ein Boden? Zirben. Wird sich bei Gelegenheit mal angeschaut. Ich nehme meine 300 Meilen mit. Hier gibt es ja eh nichts anderes, ne? Das weiß man. Mehr Frisuren wären halt schön. Poppig, cool, Haarfarben. Das sind krasse Zäune. Ein bisschen was von Stonehenge. Finde ich auch super. Na, da heben wir uns noch ein bisschen was auf. Sag ich ganz ehrlich, wobei der Sandkasten sich irgendwo am Strand gut machen würde. Naja, wir sammeln erstmal noch. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Infrastruktur, Henuk. Da muss noch eine Brücke gemacht werden. Ah, Let's Play Markus, hallo, hallo. Mein sechster Sinn sagt mir, dass du auf dem Campingplatz warst und Hallo gesagt hast. Wie lief's denn? Er will hier wohnen. Tatsächlich, Let's Play Markus, ich könnte dich drücken. Wie schnell du das geschafft hast. Dann, wie geht's weiter? Ich weiß, ein neues Haus muss her, und zwar Dalli. Und du, Let's Play Markus, dem wir diese Vergnügen zu verdanken haben, du bestimmst, wo es hinkommt. Also, falls ihr recht wäre und so. Ich danke dir, Let's Play Markus. Allzeit bereit. So kenne ich dich. Dafür brauchst du ein Hausbau-Kit. Bitte sehr. Ist mir Vergnügen. Oh, müssen wir da jetzt wieder Sachen basteln für den? Ach, nee. Ich hoffe nicht. Aber ich fürchte schon. Die Furcht und die Hoffnung sind zwei Paar Schuhe. Ja, machen wir Infrastruktur hier. Einweihung feiern? Ach, von dem Hangpfad. Du willst mitfeiern, Let's Play Markus. Wir feiern den neuen Aufgang. Passend, denn gleich steigt hier die Stimmung. Hast du Lust? Yeah! Klasse, lass uns anfangen. Das sollte man nicht auslassen. Das sollte man nicht auslassen. Guck mal, so viele Leute. Also dann. Der Aufgang wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Yeah! Danke, vielen Dank. LBM Island entwickelt sich prächtig. Und das ist allen euch zu verdanken. Ja, ja. Ich hoffe, wir können auch weiterhin dieser wundervollen Insel zu neuen Höhen verhelfen. In diesem Zusammenhang hier noch ein paar Worte zu jener Person, die bei diesem Aufgang mitgewirkt hat. Wer könnte das wohl sein? Natürlich unser Inselsprecher Let's Play Markus.
Möchtest du dem etwas hinzufügen, Let's Play Markus? Wir sind spitze. Besprochen. Ja, machen wir doch glatt. Unseren ersten Auffang. Eigentlich ist das am Ende mir noch lieber. Ich danke euch allen. Feier beendet. Das ist halt ein Feierbiest, der Tom Nook. Der weiß halt einfach, wie eine Party auszusehen hat. Warum bin ich jetzt wieder hier? Unser Feierbeast, Tom Nooki. Ja, der kennt da nichts. Das hätte ich vermutlich die Einweihung zuletzt machen sollen. Merke ich mir für die Zukunft. Ja, noch eine Brücke. Was hat das im Sinn? Brücken aufgehen, ne? Brücke bauen, etwas abreißen. So, die hatten wir gemacht, weil es die billigste war. Ich möchte aber schon immer andere haben für die Abwechslung, fürs Volk. Die Hängebrücke, ja, die ist doch in Ordnung, oder? Die Holzbrücke. Ich finde die sogar, die Hängebrücke sogar spannender als die Holzbrücke. Steinbrücke macht was her. Macht was her, das ist wahr. Das ist auch noch besser, aber auch zu protzig. Das ist nix. Ja, die sind natürlich schon geil. Die sind natürlich geil. Komm, wir nehmen die. Eine Hängebrücke können wir dann zwischen den beiden machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber da machen wir jetzt mal eine Steinbrücke hin. Die beiden werden dann irgendwann von der verbunden. Ja, komm. Eine Steinbrücke, das wäre dein Wunschmodell, ja? Ganz sicher? Top. Vortrefflich, dann bräuchten wir nur den geeigneten Brückenbauplatz. Das muss am besten nur selbst. Und zwar mit einem praktischen Brückenplanungskit von mir. Ich habe es bereits in deine Tasche gezaubert. Toll, oder? Markier doch einfach damit die gewünschte Stelle. Benutze mein Kit an einem Fluss, dann kannst du die neue Brücke bildlich vorstellen. Für euch, Leute. Nee, ich dachte mir nur, wenn ich jetzt die Hängebrücke so als Hauptaufgang mache. Ich meine, mehr als drei Brücken sind hier nicht nötig. Die erste haben wir ja. Die zweite muss halt zweifelsohne hier hin. Ja? Und dann kann es noch eine Verbindung geben zwischen den beiden, und zwar hier. Also ihr wisst schon, von der linken auf die rechte Seite. Und da ist vielleicht diese Hängebrücke eine bessere Sache. Wenn es jedes Mal eine andere sein soll. So, Brückenplanungskit. Ja, passt. Guck's dir nochmal an. Aber ja. Ja, so habe ich es meiner Vision. Und deswegen war da hinten... Deswegen war da hinten auch der Laden. Guten Tag. Im Moment nehme ich Spenden für eine Steinbrücke entgegen. Unser Ziel sind 168.000 Sternis und wir haben bis jetzt null. Ja, komm, wir machen es komplett und damit ist es geritzt. Es ist halt, ich finde das wichtig. Wenn wir erstmal Brücken haben, können wir in Ruhe für unser Zuhause und so die Sternis sparen, aber ja. Und auch die letzte Brücke, die die beiden Seiten verbindet, ist nicht so important. Aber so, das ist important. Geschafft, genug Geld beisammen. Ja, was das zweite Haus angeht, ne? Die Häuser will ich halt auch verteilen. Ja, dann nehmen wir doch den Ort, wo ich erstmal angedacht hatte. Ach, guck mal, hier ist noch eins. Dass ich angedacht hatte für die Schneiderei. Andererseits, vielleicht kommt ja noch irgendein... Ja. Ach, da kann ich mich drauflegen und wälzen. Haha, die Ameier. Nö, ich finde schon... Doch, doch, doch. Wie gesagt, wir machen uns das noch hübsch. So, hier. Dann wird es den letzten Aufgang hier geben. Ich glaube, da kannst du auch schon mal weichen. Hier noch ein Häuschen.
hätte ich gesagt. Was zu viel ist, ist zu viel. Katsching. So in etwa. Naja, nee. Wir gucken uns das an. Ja, doch. Wir machen es hier. Immer so abhangen, ja. Ich fand die Stelle irgendwie interessant. Aber ich muss nichts machen, ne? Hier steht das Haus von Carsten. Wie gesagt, die Thematik mit den Blumen, die muss nochmal sein. Red nochmal mit Assisa. Mir noch ein bisschen zu viele Stümpfe, auch gerade so die im Weg sind. Finde ich gar nicht so geil. Auch ein bisschen Laufroutine, wenn ihr versteht. Wo ist Assisa? Da. Ja, du bist ein ganz schöner Halsabschneider oder Halsabschneiderin. Im japanischen Original war er männlich und bei uns weiblich. Salam, nenn mich Assisa. Ich bin bekannt bei allen, die die schönsten Teppiche suchen. Assisa bringt sie aus der fernen Heimat, damit du deinen Grund und Boden damit verschonen kannst. Große Teppiche, meine Teppiche und mittlere, alle habe ich. Nach dem Kauf siehst du sie. Und mehr noch, auch mysteriöse Böden und Tapeten gibt es bei Assisa. Erwir, Freund. Ja, ein Teppich. Ah, Tapete und Boden, das ist wichtiger. Ja, komm, oder von jedem eins. Von jedem eins, wir müssen es wagen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer keine Liebe macht, kriegt kein Kind. Mann, hallo, ich will noch mehr. Ich will Geschäfte machen mit dir. Ich will dir mein Geld geben. Boden. 3000 ist eine knackige Sache. Nein, der Grund ist, ich habe schon hier und da verrückte Sachen gesehen, die mir sehr gefallen haben eigentlich. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was da möglich ist. Ja, und Teppich einmal. Welche Größe? Ein mittlerer. Ah, oh, meine Lieblingsgröße. Ich öffne meine Hand für die Bezahlung, die du gibst. So läuft das wohl. Alter, Assisa Coupons als Dankeschön von Herzen. Für 5 Coupons belohnt Assisa mit schönen mysteriösen Böden und herrlich mysteriösen Tapeten. Wenn Teppich mittlerer Größe in den Kauf suchst, schenkt Assisa 2 Coupons. Ach ja, wenn ich häufiger... So läuft das. Wenn ich häufiger Teppiche kaufe, kriege ich irgendwann was geschenkt davon. Ja, gut. Gucken wir mal, was wir da gekauft haben. Ich dachte... Oder kann ich das? Ich kann das. Warte, warte! Ein Achievement! Freischalten! Ich bin zu lahm dafür. Überhaupt keine Schleuder dabei, oder was? Jetzt bin ich zu lahm. Ist ja hier doch. Das ist ja theoretisch möglich, wenn übers Wasser. Das Geschenk versenkst. Achievement zu bekommen und irgendwie warte ich auf den richtigen Moment diesbezüglich. Eine kurze Hose. Na.
Geschenkt in Ordnung, aber ich bleib bei meiner schlabberigen Jogginghose. Wenn da keiner was dagegen hat. So, wir müssen mal gucken, was es da gibt. Die Tapeten und Böden von Assisa. Ei, 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 ei. Ei, 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 verportern. Ach, da haben wir den Teppich. Den Raum, der ist eigentlich so schön wohnlich, den will ich gar nicht versauen. Die wilden Sachen können hier kommen. Gucken wir doch mal. Rosenteppich. Das ist nicht grundverkehrt. Der Parkplatzboden. Ach, Kinder, warum hat er es immer nur... Fenster? Soll ich ganz viele Fenster? Das sieht so dumm aus. Es sieht einfach so dumm aus. Was ist, wenn ich den Parkplatz so mache? Sieht das mehr oder noch was aus? Nee, noch weniger. Der Abwechslung halber... Ich bin so ein Hohlkopf. Abwechslung halber werde ich den Parkplatz erstmal lassen. Und den Teppich so ein bisschen mittlig. Aber das ist nix für die Ewigkeit, du. Das sag ich mal ganz vorsichtig. Nee, ganz und gar nicht. Vor allen Dingen beides. Sollte meines Erachtens... Weiter nach hinten. Ach, das mit den Fenstern gefällt mir gar nicht. Wir lassen es für den Augenblick. Gefällt mir gar nicht, wir lassen es. Aber ich habe bald Neues. Hoffe ich. Was willst du denn? Ey, hör mal. Ein anonymer Fan hat mir eine Anleitung für eine... Häschen-Tag-Krone zukommen lassen. Also bin ich jetzt so happy, dass ich die unbedingt mit jemandem teilen muss. Also hier, für dich. Einfach mal eine Kopie davon für dich gezogen, Zwirchi. Du hast eine... Findest du nicht auch voll verrückt, was für Bastelanleitungen es so alles gibt, Zwirchi? Wenn man einmal angefangen hat, die zu sammeln, kann man nicht mehr aufhören. What you know? Alles klar. Im nächsten Part werden wir, wie gesagt, ein bisschen gärtnern, ein bisschen Ordnung schaffen, gucken, was geht. Und, ja, alles, was noch so ansteht. Es fehlen noch die Felsen und sowas. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Außerdem bestimmt immer Überraschungen. Ja, Überraschungen. Ja, ja, reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir. Bis dann und ciao!